Ja, hi und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von mir. Vor einer Woche habe ich ein YouTube-Video gemacht, wie ich meine Knieprobleme dauerhaft in den Griff bekommen habe. Und da war auch ein Punkt Kniestabilisationsübung. Bei Übung 1 braucht ihr so ein Balance-Pad. Ihr könnt aber auch ein einfaches Kissen, irgendwie eine zusammengefaltete Decke, irgendwie sowas nehmen. Ich habe jetzt hier eben dieses Balance-Pad. Das legen wir so einmal auf den Boden, stellen uns jetzt drauf, so, bis jetzt noch sehr einfach, heben jetzt das linke Bein zuerst mal an und probieren jetzt das linke Bein kreisförmig zu bewegen oder zumindest so zu bewegen, dass ihr halt merkt, dass ihr aus dem Gleichgewicht kommt und mit dem rechten Bein das Ganze ausgleichen müsst. Das macht ihr dann so 20, 30 Sekunden von jeder Seite dreimal, 20 bis 30 Sekunden, und da merkt ihr dann schon, dass das wirklich auf Dauer sehr, sehr anstrengend wird und ja, euer Knie, auch das ganze Bein fordert, aber vor allem hier die Kniestabilisation wirklich deutlich spürbar ist. Also diese Übung sehr gut hier, um das Knie wirklich zu stabilisieren. Wirklich einfach draufstellen und dann hier schön aus dem Gleichgewicht bringen. Oh, dann merkt man schon, das ist wirklich eine sehr, sehr auch anspruchsvolle Übung. Sieht sehr einfach aus. Probiert es einfach mal aus, aber die ist wirklich schon sehr, sehr gut und eigentlich so meine Lieblingsübung, wenn es darum geht, die Knie zu stabilisieren. Als nächstes legt ihr das Pad wieder vor euch hin. Zweite Übung auch hier mit dem Pad. Ihr stellt euch auf ein Bein und springt locker auf das Balance-Pad und guckt, dass ihr dann eben das Gleichgewicht haltet. Das könnt ihr von beiden Seiten machen. Vielleicht auch so 3x10 Wiederholungen von jeder Seite. Probiert es auch einfach mal mit links. Also stellt euch hin, gerade. Guckt nach vorne, nimmt ein bisschen Schwung und springt drauf. Ja, das meine Übung Nummer 2, auch sehr gut, um die Knie zu stabilisieren. So, die nächste Übung ist jetzt die erste Übung ohne Balance-Pad. Auch eine sehr, sehr einfache Übung, alle nicht kompliziert. Ihr stellt euch einfach gerade hin, macht den Ausfallschritt nach vorne, achtet dabei darauf, dass ihr nicht euer Knie über die Fußspitze bringt. Geht nach unten und macht diese Bewegung, schön gerade hier immer das rechte Bein dann schön zum Boden führen, bis kurz vorher am besten nicht absetzen. Und diese Übung, die wiederholt ihr dann auch 3x10 Wiederholungen von jeder Seite. Auch eben eine sehr, sehr gute Übung, um eure beiden Knie zu stabilisieren. Das ist auch eine der Übungen, die ich, als ich akute Probleme hatte, vor jeder Radfahrt gemacht habe, also vor jedem Training habe ich diese Übung gemacht und kann da wirklich sagen, dass sie sehr, sehr effektiv ist und auch vor der Belastung, also bevor ihr aufs Rad steigt, eure Muskeln um die Knie aktiviert und damit, so hatte ich das Gefühl, auch diese Knieprobleme während der Fahrt oder während dem Radfahren vorbeugt. So, für die letzte Übung legen wir hier einmal eine Matte auf den Boden. Ja. Da legen wir uns dann einmal drauf. So. Jetzt hebt ihr euer Gesäß, eure Hüfte an. Das wiederholt ihr jetzt einfach 3x10 Wiederholungen. Achtet dabei darauf, dass vor allem halt die Bewegung hier aus den Knien kommt und ihr eure Hüfte so weit wie es geht nach oben streckt, um halt einfach den maximalen Effekt am Ende zu erzielen. Genau, also wie gesagt, das Ganze auch 3x10, 3x15 Wiederholungen meinetwegen auch eine sehr, sehr gute Übung. Ja, das war es dann auch schon wieder mit diesem Video von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und euch helfen, die Übungen dabei, eure Knieschmerzen auch dauerhaft in den Griff zu bekommen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag zum nächsten Video hier auf YouTube. Also, haut rein, ciao.